Zukünftig weniger Nettorente für Rentner durch Einführung eines direkten Steuerabzugs bei oder durch die Rentenversicherung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten es ja schon mal in der Vergangenheit anklingen lassen, dass das Bundesfinanzministerium zwei Expertenkommissionen eingesetzt hat, unter anderem auch eine sogenannte Expertenkommission für eine Besteuerung von Einkünften, für Privatpersonen und Rentner. Und diese Expertenkommission hat vorgeschlagen, dass Rentnerinnen und Rentner sozusagen von der Pflicht der Abgabe einer Steuererklärung befreit werden sollen, generell dafür aber im Gegenzug dann die Einführung einer Rentenabzugssteuer auf alle Renteneinkünfte vorgeschlagen wird. Alle Versorgungsträger wie die Deutsche Rentenversicherung, Versorgungswerke, private Rentenversicherung müssen dann von der Rentenleistung den entsprechenden steuerlichen Anteil sofort abziehen. Das würde bedeuten, dass alle gesetzlichen oder viele gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner hier entsprechend dann eine geringere monatliche Nettorente, also Auszahlbetrag der Rente, bekommen würden. Denn die Steuer würde sozusagen direkt durch die gesetzliche Rentenversicherung einbehalten werden. Ja, meine Damen und Herren, diese Quellensteuer, die würde sich sozusagen oder die richtet sich dann nach den Einkünften des Vorjahres. Und diese Quellensteuer, die könnte eventuell sogar noch in dieser Legislaturperiode der Ampelregierung kommen. Denn die Ampelregierung ist grundsätzlich für ein solches Quellenbesteuerungsverfahren. Das ergibt sich aus einer Anfrage oder kleine Anfrage der CDU/CSU an die Bundesregierung im Jahr 2022. Und dort hat die Bundesregierung geschrieben, ich zitiere, eine Ausweitung des Quellensteuereinbehalts auf Rentenzahlungen könnte perspektivisch ein sinnvoller Schritt zur Weiterentwicklung der Besteuerung von Rentnerinnen und Rentnern sein. Allerdings würde es umfangreiche Vorarbeiten benötigen, um dies umzusetzen. Die Ampelkoalition ist, so sagen es ja auch die Worte der Ampelkoalition, grundsätzlich nicht ablehnend gegen diese Reform. Aber ob sie es in dieser Legislatur dann tatsächlich noch schaffen, das umzusetzen, ist alles andere als fraglich. Dass so aber etwas kommen kann, darüber, meine Damen und Herren, müssen Sie sich im Klaren sein, dass das sozusagen auch Sie als Rentnerinnen und Rentner direkt betreffen könnte. Ob dadurch dann auch die Finanzämter, wie ja die Expertenkommission sozusagen als Grund auch nennt, entlastet werden, das wage ich noch zu bezweifeln. Denn sollte es tatsächlich zu einer Quellenbesteuerung kommen, also einem direkten Abzug der Rentensteuer von der gesetzlichen Rente, dann werden sich natürlich viele Rentnerinnen und Rentner überlegen, eine Steuererklärung abzugeben, weil dann sagen die sich auch, warum soll ich dem Staat hier was schenken? Ich hole mir dann sozusagen das Geld oder ich setze dann in meiner Steuererklärung, die ich dann abgebe, ich bin zwar nicht verpflichtet, das zu machen, kann es aber machen, dann alle abzugsfähigen Posten an. Bitte bedenken Sie auch, das hat sozusagen das Bundesfinanzministerium am 20.09.2024 veröffentlicht, dass über 2 Millionen Steuerbescheide in Deutschland, Einkommensteuerbescheide und anderweitige Bescheide in Deutschland falsch sind und diese Steuerbescheide dann im Rahmen oder im Wege der sogenannten Abhilfe korrigiert worden sind. Das ist eine unglaubliche Zahl an fehlerhaften Steuerbescheiden. Das Bundesfinanzministerium sagt aber auch gleichzeitig, wir wissen überhaupt gar nicht, statistisch nicht erfassbar, wie viele Steuerbescheide in Deutschland im Jahr überhaupt erlassen werden. Das muss eine gewaltige Menge an Steuerbescheiden sein. Erinnern Sie sich daran bitte nur alleine an den Ärger mit den Grundsteuerbescheiden. Da sind fast 10 Millionen Einsprüche eingelegt worden. Da gibt es noch eine Masse an Arbeit,
die Finanzämter abzuarbeiten haben. Aber nochmal zurückzukehren auf die Quellenbesteuerung, sollte tatsächlich eine direkte Rentenabzugssteuer hier eingeführt werden, kommt es für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner zu einer Kürzung der monatlichen Nettorente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.